Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu dieser kleinen Fragerunde in Zusammenarbeit mit Stoffwindelshop. Und zwar habe ich euch auf Instagram gefragt, ja, habt ihr Fragen zum Thema Stoffwindel? Und da kamen richtig, richtig viele Fragen. Und um euch das Thema näher zu bringen, Stoffwindeln, wie wickelt man mit Stoff und was der Geier, habe ich in Zusammenarbeit mit Stoffwindelshop eine kleine Fragerunde für euch vorbereitet. Ja, die Fragen werden jetzt von einer Beraterin beantwortet. Das heißt, hier wird euch auch kein Mist erzählt. Sie weiß wirklich über ihr Fach Bescheid. Und ich wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Hallo ihr Lieben, ich freue mich wirklich sehr, dass ich euch heute für die Maggie ein paar Fragen beantworten darf. Und zwar würde ich sagen, wir legen gleich los. Ich habe mir nämlich ein paar Fragen von euch zusammengeschrieben und würde gerne die wichtigsten einmal beantworten. Alle kann ich leider nicht beantworten, weil das würde einfach zu viel sein. Aber ich versuche, sie wirklich kurz und knackig zu erklären, dass wirklich alles klar ist. Gut, also, ich nehme mal meinen schlauen Zettel. Und zwar, erste Frage von euch war, sind Stoffwindeln wirklich umweltfreundlicher als Wegwerfwindeln? Das kann ich jetzt so pauschal nicht sagen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie Stoffwindeln gewaschen werden. Es gab dazu mal eine Studie, und zwar bei der sind Stoffwindeln jedes Mal mit 95 Grad gewaschen und jedes Mal in den Trockner geworfen worden. Und wenn man das macht, dann kann es sein, dass man ungefähr auf den gleichen CO2-Ausstoß kommt, wie wenn man Wegwerfwindeln verwendet. Es ist aber nicht notwendig, dass ich Stoffwindeln mit 95 Grad wasche, also 60 Grad reichen vollkommen aus, weil alle Bakterien, die im Babydarm drinnen sind, werden bei ein bisschen mehr als 50 Grad abgetötet. Das heißt, es reicht vollkommen aus. Also, wenn ich meine Windeln also mit 60 Grad wasche und so oft wie möglich auf der Leine trockne, dann kann ich runterkommen auf die Hälfte bzw. sogar auf ein Drittel vom CO2-Ausstoß von Wegwerfwindeln. Und damit würde ich sagen, ein klares Ja, man bekommt. Man ist auf jeden Fall umweltfreundlicher. Die nächste Frage von euch war, was kosten Stoffwindeln eigentlich so im Durchschnitt? Dazu habe ich mir eine kleine Rechnung angestellt. Und zwar habe ich immer gesagt, eine Überhose, also die durchschnittlichen Überhosen, kosten ungefähr 20 Euro. Davon braucht sie ungefähr 6 bis 7 Stück. Das heißt, wir sind bei 120 bis 140 Euro. Was nehme ich jetzt als Einlage, als Saugeinlage? Relativ günstige Saugeinlagen sind sogenannte Prefolds. So. Die kann ich dann so falten und einfach in meine Überhose reinlegen. So, die liegt dann da drinnen. Genaueres zeige ich euch dann noch. Ups, da ist mir was runtergefallen, ein Windelvlies. Es gibt aber auch Mullwindeln, diese klassischen weißen Tücher. Die kann ich genauso falten und einfach reinlegen. Also das sind so ziemlich die kostengünstigsten Varianten. Es gibt aber auch schon so vorgenähte Einlagen. Die sind dann teilweise ein bisschen teurer. Aber wenn ich jetzt die ganz günstige Variante nehme von zum Beispiel den Mullwindeln, also von denen da hier, und ich sage, ich nehme ungefähr 25 Stück von denen in einer wirklich, wirklich guten Qualität, zahle ich für die 65 Euro. Das heißt, wenn ich jetzt da 6 Überhosen nehme und 25 von diesen Einlagen, dann bin ich auf 185 Euro. Es gibt dann noch für die Nacht, gibt es dann noch Höschenwindeln. Die sind besonders saugstark, natürlich auch von unterschiedlichen Herstellern und ich kann sie genau an den Grad anpassen, den dein Baby braucht, damit es wirklich 12 Stunden durchgehend hält. Die kosten zwischen, was habe ich mir aufgeschrieben? Die kosten zwischen 15 und, also die kosten um die 15 Euro, sage ich jetzt einmal. Manche kosten 20 bis 22 Euro, auch wieder ein ziemlicher Unterschied. Aber gehen wir mal von 20 Euro aus, da sind sie in einer wirklich guten Qualität. Das heißt, da habe ich dann noch einmal ungefähr 5 Stück von denen. Das heißt, ich habe noch einmal 100 Euro für die Höschenwindeln, 120 Euro für die Überhosen und 65 Euro für die Saugeinlagen. Ganz, ganz günstige Sachen. Das heißt, wir sind auf 240, wir sind auf 300 Euro. Damit, das wäre deine Grundausstattung, wo du sagst, du kannst wirklich komplett damit wickeln. Es gibt natürlich
überall ein bisschen Zubehör, was man dazu nimmt. Ich kann dann vielleicht noch andere Einlagen dazu nehmen oder ein bisschen herumtauschen. Aber ich kann euch sagen, die meisten Leute kaufen ungefähr zwischen 300 und 400 € Stoffwindeln ein. Es gibt, wenn ich dann nachher noch ein zweites Kind bekomme, dann kaufen manche Leute noch einmal um ungefähr 100 bis 150 € noch was dazu. Und das war's dann. Im Gegensatz dazu braucht dein Baby ungefähr 5000 Wegwerfwindeln. Und diese 5000 Wegwerfwindeln kosten bei der absoluten Billig-Billig-Billig-Marke mit ungefähr 11 Cent die Windel 550 €. Wenn ich sage, ich nehme dann ungefähr Pampers-Größe, die kosten zwischen 29 und 34 Cent die Windel, bin ich bei 1500 bis 1700 € in der Kategorie 40 Cent pro Windel, wie zum Beispiel Lili Du oder Natti oder sonstige Windeln, bist du bei ungefähr 2000 € für ein Kind. Wenn du kannst die Stoffwindeln für zwei, teilweise sogar für drei Kinder wiederverwenden, müsstest du nachher bei jedem Kind wieder ungefähr 100 € ausgeben für Zubehör und für ein paar Dinge. Aber das heißt, du gibst einmal ungefähr 300 € aus, dann noch einmal 100 € fürs zweite, noch einmal 100 € fürs dritte Kind, sagen wir mal, wärst du dann nachher bei 500 € im Gegensatz zu, sage ich jetzt mal Pampers, 4500 €. Ich lasse das einfach einmal so stehen und du kannst darüber nachdenken, ist es für dich interessant oder nicht. Was ist die nächste Frage? Wie oft muss ich mit Stoffwindeln wickeln? Es kommt ganz darauf an, was du für Einlagen verwendest, aber Stoffwindeln stehen Wegwerfwindeln in der Saugkraft eigentlich um fast nichts nach. Also durchschnittlich wickeln die meisten Eltern auch alle 3 bis 4 Stunden mit Stoffwindeln. In der Nacht kannst du allerdings genauso auf 12 Stunden aufkommen. Wie genau das funktioniert, würde ich dir aber lieber extra erklären. Nächste Frage. Sind günstige Windeln qualitativ eigentlich schlechter? Kann ich jetzt so pauschal nicht sagen. Es gibt günstige Windeln, die auch sehr gut sind. Es gibt auch teure Windeln, die nicht gut sind. Aber das ist eine sehr schwierige Frage, weil das kommt wirklich sehr darauf an, welche Marke das ist und welches System du verwendest. Also ich kann es jetzt nicht pauschal sagen, dass günstige Windeln schlechter sind, aber das ist einfach was so Persönliches, da würde ich wirklich mit einer Beraterin, ehrlich gesagt, das Ganze besprechen. Und wenn du eine spezielle Frage hast, wie schaut es aus mit dieser Windel, ist die gut, ja oder nein? Aber im Großen und Ganzen würde ich ehrlich gesagt eher zu ein bisschen höherpreisigen Windeln raten. Also wenn ich sage, eine Überhose kostet 5 €, würde ich ehrlich gesagt davon abraten. Um die 20 € ist für mich ein Preis, wo ich sage, das ist wirklich eine gute Qualität, das passt. Also ob es jetzt 18 oder 22 € kostet, ist natürlich jetzt dann wieder wurscht, aber um die 20 € finde ich, ist ein guter Preis für zum Beispiel eine Überhose. Nächste Frage. Wäscht man den Stuhl in der Windel mit? Jein. Also ich will nur kurz noch einmal zeigen, wie ist eine Stoffwindel eigentlich aufgebaut. Und zwar habt ihr einmal eine Überhose, dann, nehmen wir aus einfachen Gründen, eine Einlage. So, und ich habe davon eben diese Laschen oder auch nicht, da gibt es viele verschiedene Varianten, aber darauf möchte ich jetzt gar nicht so genau eingehen. Da drin ist meine Einlage und die saugt dann die Flüssigkeit auf. Ganz oben drauf kommt es ein Windelvlies. Und dieses Windelvlies ist dafür da, dass es den Stuhl auffängt. Und wenn dein Baby dir ein großes Geschenk gemacht hat, dann kannst du dieses Windelvlies einfach nehmen und entsorgen. Diese Einlage wird dann bei jedem Windelwechsel gewaschen. Und wenn diese Überhose noch sauber ist, dann kannst du sie einfach wiederverwenden. Und ansonsten kommt auch die in die Wäsche. Fertig. Muttermilchstuhl, also wenn dein Baby noch vollkommen gestillt wird, dann kannst du den Muttermilchstuhl eigentlich mitwaschen, weil der ist wasserlöslich. Ist halt immer die Frage, ob du das gerne möchtest oder nicht. Also bei meiner Tochter wollte ich es überhaupt nicht, deswegen habe ich jedes Mal ein Windelvlies reingegeben von Anfang an. Bei meinem Sohn zum Beispiel wollte ich es einfach ausprobieren, deswegen habe ich, solange ich ihn komplett gestillt habe, gar kein Vlies verwendet. Also es ist immer alles rausgegangen, es ist auch die Waschmaschine nicht irgendwie verklebt oder sonst was gewesen. Die andere Wäsche hat nicht danach gestunken. Ich wollte es einfach ausprobieren. Jetzt ist er, jetzt verwende ich schon ein Windelvlies und ich bin wirklich froh darüber, dass ich es habe. Was ist eure nächste Frage? Wie macht man das unterwegs mit Stoffwindeln? Also, unterwegs gibt es sowas, das ist ein Wetbag,
Der ist aus dem gleichen Material wie diese Überhosen und da kann ich dann meine volle Windel, also wenn jetzt da einfach alles beschmutzt ist, dann kann ich meine Windel komplett nehmen und einfach da reingeben. Wie gesagt, dieses Windelvlies, das kann ich einfach über den Restmüll entsorgen, so wie du eine normale Windel auch wegwerfen würdest. Wenn du jetzt aber unterwegs bist und es ist kein Mistkübel zur Verfügung, wo du deine Windel reinwerfen kannst, dann kannst du das natürlich auch so machen, dass du das Windelvlies einfach da drinnen lässt. Oder? Du machst deine Windel dann einfach zu. So. Die ist dann auch da gut verpackt. Gibst sie dann in deinen Wetbag und kannst es dann zu Hause einfach wieder aufmachen und dann das Windelvlies entsorgen. Das wäre es dann die Notfalllösung, aber normalerweise gibt es überall eine Mistkübel, wo ich irgendwas reinwerfen kann. Und sonst eben den Wetbag. Da ist geruchsdicht, da kann nichts auslaufen, also der ist wirklich super, super sicher, da kann ja nichts damit passieren. Also du läufst nicht mit einem stinkenden Windeln herum. Was ist noch die nächste Frage? Die Windeln fetten, was heißt das? Also die Maggie hat eine Spezialüberhose für die Nacht. Und zwar ist das eine Wollüberhose. Wolle hat ganz besondere Eigenschaften, auf die ich jetzt nicht im Speziellen eingehen möchte, weil es einfach zu lange wäre. Aber eine Wollhose muss man hin und wieder mal einfetten. Das heißt, da hat man so eine Wollkur, heißt das. Kurz einmal erklärt, man hat ein Wollfett, das wird in heißem Wasser aufgelöst, es kommen ein, zwei Tropfen Spülmittel dazu und da kommt dann die frisch gewaschene Hose rein. Das lässt du einfach über Nacht stehen. Am nächsten Tag kommt sie in die Maschine, wird ausgeschleudert und du legst sie dann nachher einfach auf den Wäscheständer zum Trocknen. Das Ganze machst du alle, also bei der Nachtwindel ungefähr alle 6 bis 8 Wochen, einfach damit sie wieder schön dicht wird. Das war's. Du musst aber normale Stoffwindeln aus, das heißt normale, aber du musst Windeln aus einem POL-Stoff, die musst du nicht einfetten. Das ist wirklich nur, wenn du Wollüberhosen verwenden möchtest. Es gibt auch normale Windeln, also es gibt auch Überhosen, so wie diese, gibt es auch aus Wolle. Wenn du sagst, du möchtest komplett auf Naturmaterialien setzen und diese Überhosen werden dann nachher auch gefettet. Aber wie gesagt, das bezieht sich rein auf Wolle, nicht auf POL. Wenn du darüber mehr wissen willst, kann ich dir gerne dazu noch mehr Informationen geben, aber im Rahmen dieses Videos reicht es dabei nochmal, glaube ich. Eine ganz, ganz wichtige Frage zum Schluss möchte ich jetzt noch beantworten, und zwar, wie finde ich eigentlich die richtige Windel? Wie finde ich die Windel, die zu mir passt? Und zwar möchte ich in dem Fall sagen, ehrlich gesagt, wäre es am gescheitesten, wenn du zu einer Stoffwindelberatung gehst, weil es gibt so viele verschiedene Varianten, es gibt so viele Marken, es gibt einfach so unterschiedliche Bedürfnisse. Es geht einfach darum, nicht die richtige Windel zu finden, weil die gibt es nicht. Es gibt nur die richtige Windel für dich und für dein Baby. Dass du einfach den ordentlichen Umgang damit hast und dass du eine Windel hast, die deinem Baby wirklich perfekt passt. Du musst dir nur denken, wenn du zum Beispiel eine Jeans kaufen gehst, es gibt 100.000 Jeans, aber es gibt welche, die passen dir super, es gibt welche, die sind extrem unbequem und es gibt welche, in denen schaut man einfach scheiße aus. Und wenn du jetzt aber einfach einkaufen gehst, also du kannst jetzt irgendwelche auf Amazon kaufen oder in irgendwelchen Shops, die anprobieren und dann wieder weiterverkaufen, irgendwann einmal verzweifeln, oder du gehst wirklich zu einer Beraterin hin, die sich mit dir zusammensetzt und genau schaut, was sind deine Bedürfnisse, wie oft möchtest du waschen, wie viel Geld möchtest du ausgeben, wie viel Platz hast du zum Wäscheaufhängen, ist dein Baby schmal, ist es ein besonders speckige Schenkel, weiß nicht, es gibt so, so viele Fragen, die in dem Fall zu beantworten sind. Und deswegen zahlt es sich wirklich aus, entweder einen Workshop zu besuchen, eine Party oder eine Einzelberatung. Weil da können die Leute nämlich wirklich auf dich eingehen und dir das wirklich genauer sagen. Und da sind es dann Kosten so zwischen 15 und ich sage jetzt mal so 30, 15 Euro, 15 bis 20 Euro meistens für einen Workshop, 30 bis 40 Euro für eine Einzelberatung. Und das sind, ich meine, und wenn du zwei Überhosen hast, dann hast du das Geld schon wieder herinnen. Mit dem Aufwand, den du hast, mit Bestellen, nicht funktionieren, wieder verkaufen, es zahlt sich wirklich nicht aus. Also ich kann dir da in dem Fall wirklich nur raten, geh zu einer professionellen Beraterin. Ja,
Das war eigentlich jetzt einmal so eine kleine Zusammenfassung von all euren Fragen. Es gibt allerdings noch viel, viel mehr, was es über Stoffwindeln zu wissen gibt. Und deswegen darf ich dich einladen, die liebe Laura, meine Social Media Beauftragte, die hat für euch diese ganzen Fragen zusammengestellt und hat sie es auf Instagram gepostet. Unter Stoffwindelshop könnt sie uns auch folgen und da könnt ihr diese ganzen Sachen noch einmal nachlesen. Beziehungsweise ich habe auch einen Kanal, Stoffwindelshop.at, auf YouTube. Da habe ich auch schon einige Videos gemacht und es kommen immer wieder neue dazu. Also wenn dich das Thema Stoffwindeln noch mehr interessiert, dann kann ich dich wirklich einladen, da einmal vorbeizuschauen und dir die ganzen Videos einfach anzuschauen. Da hast du dann nachher alle Einzelheiten noch einmal dabei. Sonst sage ich danke dir, liebe Maggie, dass ich die Möglichkeit hatte, euch einmal diese ganzen Sachen zu erklären. Und wenn es noch weitere Fragen gibt, wenn ihr noch mehr wissen wollt, bin ich natürlich immer gerne, gerne für euch da und freue mich, wenn ihr euch jetzt ein bisschen mehr an die Stoffwindeln herantraut. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss. Ja, ich hoffe, euch hat diese Fragerunde gefallen. Jetzt, wenn ihr jetzt auch auf dem Trip seid, Stoffwindeln, dann habe ich noch einen richtig coolen Code für euch. Und zwar könnt ihr mit Maggie 5 ganze 5 € auf eure komplette Bestellung sparen. Ab 0 € Einkaufswert. Das heißt, ihr könnt richtig loslegen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!